Und in Istanbul sind wir jetzt verbunden mit meinem Kollegen Markus Rosch. Guten Abend. Guten Abend. Wir wollen natürlich gleich über die Lage in der Türkei sprechen, über die Lage in Iran. Aber gestatten Sie mir eine erste Frage zu diesen Protesten, die wir eben gesehen haben in Deutschland. Da sind Frauen aus dem Iran, aus Afghanistan, aus dem Irak auf die Straße gegangen. Was kann denn Deutschland tun, damit Frauen im Iran im Kampf für ihre Rechte unterstützt werden? Ja, was uns hier viele Frauen sagen, sowohl iranische Frauen als auch türkische Frauen, es geht im Prinzip nur über politischen Druck. Im Falle von Iran würde das auch bedeuten, die Sanktionen verstärken. Also es ist eine politische Frage. Nur so, sagen die Frauen, kann man die Frauen vor Ort unterstützen. Im Iran geht die Regierung ja seit Monaten brutalst gegen die Frauenbewegung vor. Wie geladen ist die Stimmung dort mittlerweile? Ja, sehr. Heute ist ein hoher islamischer Feiertag. Wir hören aus der Hauptstadt, dass große Angst herrscht, weil die Sicherheitsvorkehrungen sehr drastisch sein sollen. Es hat in den letzten 3 Monaten Anschläge auf Fraueneinrichtungen, Mädcheneinrichtungen gegeben. Tausende wurden verletzt. Der Zorn ist sehr groß. Man geht davon aus, dass das islamische Regierungsanhänger sind, die den Mädchen die Bildung verwehren wollen und vor allem sie bestrafen wollen, dass sie sich gegen die Regierung demonstriert haben. Und da hat sich viel angestaut und das entlädt sich jetzt auch in den letzten Wochen schon. Also man ist sehr unzufrieden mit der Regierung. Es gibt Rufe, sogar Rufe Tod dem Revolutionsführer, was es bisher nicht gab. Aber die Regierung geht gegen diese Demonstrationen mit aller Härte vor. Und für heute zum Beispiel wurden ja auch Proteste verboten. Hat es trotzdem Demonstrationen gegeben? Ja, wir hören, dass sie sich momentan sammeln in Teheran und in anderen Städten. Wie groß die Proteste sein werden, können wir jetzt nicht abschätzen. Aber wie gesagt, die Sicherheit hat sich dramatisch verstärkt. Es wurden viele Medienschaffende auch in den letzten Tagen inhaftiert, die darüber berichten. Also man zieht die Daumenschrauben weiter an. Welche Chancen, welche Möglichkeiten haben Frauen denn überhaupt, ihre Forderungen zu artikulieren und damit auch in Iran Öffentlichkeit zu schaffen? Sie sind sehr mutig. Sie gehen auf die Straße, vor allem die Mütter dieser Mädchen gehen auf die Straße. Aber es wird zunehmend schwieriger. Also es ist eine große Protestbewegung da, auch in den letzten Monaten. Sie machen sich schon sehr bemerkbar, aber es ist schwierig. Der Sicherheitsapparat ist sehr mächtig. Viele Familien, viele Männer des Sicherheitsapparates hängen natürlich am Geldtropf. Und deshalb ist es so eine Art Pari. Also es gibt eine große Unterstützung auch für die Regierung. Aber die Frauen, was wir hören, geben nicht auf. Sie gehen auf die Straße, sie versuchen zu protestieren. Wie es ausgeht, ist aber offen. Lassen Sie uns jetzt auch über die Türkei sprechen. Man sieht Istanbul hinter Ihnen. Wie ist da die Lage für Frauen heute an diesem Weltfrauentag? Also ich stehe ja fast im Zentrum. Es gibt hier eine große Demonstration, die verboten worden ist. Tausende von Sicherheitskräften haben dieses Viertel hier, wo wir unser Studio haben, abgeriegelt. Es soll jetzt an den Rändern vereinzelte Demonstrationen geben. Frauen haben sich in den Außenbezirken dieses Viertels gesammelt, marschieren auch. Aber die Polizeipräsenz ist wirklich riesig. Man kommt, auch normale Menschen kommen kaum durch. Also hier protestieren die Frauen für Gleichberechtigung und vor allem gegen Männergewalt. Aber sie haben sich auch sehr mit ihren iranischen Freundinnen solidarisiert. Das spielt auch eine große Rolle. Aber auch hier gehen die Frauen auf die Straße und auch hier gibt es massive Sicherheitsbeschränkungen. Nochmal mit dem Blick aus der Ferne. Die Vereinten Nationen befassen sich gerade in einer 2-wöchigen Sitzung mit Frauenrechtsverletzungen in Afghanistan, im Iran und vielen anderen Ländern. Welche konkreten Hilfen würden sich diese Länder wünschen? Ja, die Frauen würden sich vor allem unter politische Unterstützung aus dem Ausland wünschen, aber das ist schwierig. Ich kann eine Szene schildern. Heute sind der iranische Außenminister und der türkische Außenminister in Ankara vor die Presse gegangen und der iranische Außenminister hat gesagt, ja, die Frauen sind doch, wir tun alles für die Frauen, die sind der stärkste Teil unserer Gesellschaft. Also letztendlich muss das politische Denken erstmal geändert werden, dann muss das gesellschaftliche Denken gegenüber den Frauen geändert werden und dann kann sich konkret was tun. Aber man muss auch sagen, es gibt unheimlich viele mutige Frauen, sowohl in der Türkei, wo wir hier sind, als auch im Iran, die sich nichts mehr gefallen lassen. Und das sieht man und das spürt man auch hier in dieser Gesellschaft. Also da tut sich einiges, aber die
Die Beherrschungskräfte, die Kräfte der Regierungen, des Sicherheitsapparates sind sehr groß, die Beharrungskräfte sind sehr groß. Aber das wird, so wie wir hören, die Frauen nicht abhalten, weiter für ihre Rechte zu demonstrieren. Markus Rosch in Istanbul, vielen Dank für diese Einordnungen. Dankeschön.